Was ist los in Jemen? Wenn es nach unseren deutschen Massenmedien geht, nicht besonders viel. Doch es gibt eine ganze Menge, über das wir heute sprechen müssen. Und darüber haben wir uns eingeladen, den Gründer des Vereins Stop the War in Jemen, Matthias Tretschok. Außerdem Yahya al-Sharafi, er ist vor 8 Jahren als Kriegsflüchtling aus dem Jemen gekommen. Norbert Fleischer ist auch wieder mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, um diesen Termin vorzubereiten und anzuberaumen, eben weil es gar nicht so einfach ist, einen Zeugen aus erster Hand zu finden, der der deutschen Sprache mächtig ist, um uns zu erklären, was da vor sich geht im Jemen. Wir haben ja, einige Erfahrungen zusammen schon gesammelt. Wir hatten damals die Gelegenheit, als NUVISO bei den Vereinten Nationen vorzusprechen, durch deine Vermittlung bzw. des Vereins Stop the War in Jemen. Seitdem ist eine ganze Menge passiert, aber im Fernsehen kommt nur, das Letzte, was eigentlich kam, war die Nummer mit dem Raketenangriff, der Jemeniten auf Saudi-Arabien, die Ölanlagen. Dann haben wir noch gehört, dass Saudi-Arabien die Houthi-Rebellen bombardiert und seitdem ist nicht viel passiert. Ja, hier, du bist 2011 nach Deutschland gekommen, wohnst jetzt in Flensburg, bist Betriebssanitäter und selbst, du hast 20 Verwandte, die da immer noch wohnen, im Nordjemen. Wie ist denn die Situation dort? Die Situation ist sehr schlimm, kann man so sagen. Und leider, die Medien in Deutschland, sagt man das gar nicht. Hört man das kaum in deutschen Medien. In der letzten Woche haben wir Türkei angegriffen in Nordsyrien. Und das ist, die ganze Welt hat über die geredet. Aber der Krieg, die Saudi-Arabien und 17 Länder bombet auch bei uns seit 5 Jahren. Und niemand sagt, stopp den Krieg im Jemen. Mhm. Gar nicht. Kannst du was darüber sagen, wie wohnen deine Verwandten? Welche Schwierigkeiten haben sie? Welche Lebensmittel fehlen? Wie ist die Situation mit der Schulbildung und so weiter? Ja, Schule gibt keine. Auf jeden Fall. Wer geht zur Schule in dem Krieg? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die ganze Jemen gesperrt. Hat verhungert. Ist vor ein paar Monaten ist die Cholera, habt ihr bestimmt gehört. Ist die Cholera ausgebrochen? Erneut ausgebrochen. Ist immer noch. Gibt immer noch ein paar Leute, hat die. Und gibt keine Medikamente. Und gibt auch viele Leute, hat verletzt durch den Krieg. Und sie können gar keine fliegen. Wenn man. Sie können nicht ins Flugzeug steigen. Ja, genau. Mhm. Außerhalb dem Jemen. Muss man, aber das gibt eine Möglichkeit, aber muss man erstmal zum Südjemen oder Westjemen fahren und das ist auch gefährlich, weil die Leute, sie denken, die Saudi-Arabien und die anderen Leute denken, dass ist egal, wer kommt von Nordjemen, das heißt Houthi. Und ist ein Rebell. Ja, Rebell und Touristen und wenn die Kinder verlässt durch den Krieg, was macht die Kinder? Hm. Vielleicht sollte man an der Stelle noch sagen, dass im Nordjemen, das wissen nicht alle unsere Zuschauer, der Nordjemen ist sozusagen das Rückzugsgebiet der sogenannten Houthi-Rebellen, die eigentlich die jemenitische Bevölkerung sind, die man nur so nennt, damit sie irgendwie den Anschein haben, sie seien Terroristen genau. Und im Süden des Jemen residiert der Präsident, wie heißt er noch? Abdrabo. Genau. Abdrabo Hadi. Genau, der ist aber nicht mehr im Jemen, sondern der regiert von Riad aus, Saudi-Arabien aus und hat in Aden nur seine Marionettenregierung dort noch, also die Verwaltung als solches. Genau. Mhm. Und die Bank hat er ja auch von Sana'a nach Aden geholt, was dazu eben führt, dass seit etwa mehr als 2 Jahren die
die Angestellten, die Beamten im Jemen, also auch im Sanaa, eben keine Gehälter mehr bekommen. Das heißt also, jede Existenzgrundlage ist eben durch die fehlenden Gehälter den Menschen im Jemen entzogen. Ne? Das muss man dazu wissen. Können wir einen kurzen Exkurs nochmal machen? Wie kam es jetzt zu dem Begriff Houthi und wie hat sich das abgespielt? Wer ist dieser Präsident genau? Warum wird er vom Westen unterstützt? Genau. Ja, es ist eine sehr komplexe Gemengelage erstmal. Aber bevor ich da beginne, vielen Dank erstmal für die nette Einladung, dass wir heute mal wieder da sein dürfen, dieses Thema nochmal hervorbringen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Angefangen haben die ganzen Konflikte letztendlich zu der Zeit, wo ich ja hier aus dem Jemen geflüchtet ist, mit dem arabischen Frühling. Wir hatten zu dieser Zeit den Präsidenten Saleh, der seit mehr als 30 Jahren den Jemen regierte. 33 Jahre lang den Jemen regierte bis 2012. In diesen 33 Jahren hat der Jemen als ärmstes Land in dieser Region überhaupt so gut wie überhaupt keinen wirtschaftlichen Fortschritt verzeichnen dürfen. Saleh hat über 60 Milliarden US-Dollar beiseite geschafft. Die hätte man natürlich auch in den Jemen investieren können, in das Bildungssystem, in die Infrastruktur. Und diese Korruption, die hohe Arbeitslosigkeit, die Armut, das sind eben im Februar 2011 die Jemeniten auf die Straße gegangen. Der arabische Frühling kam von Tunesien rüber und haben dann letztendlich zum Schluss Saleh gezwungen, zurückzutreten auch. Und dann gab es Wahlen, im Prinzip eine Einmannwahl. Das ist der Rabur Mansour Hadi, das war sein Stellvertreter. Der war als einziger Kandidat aufgestellt und hat dann eine legitimierte Amtszeit von 2 Jahren bekommen. Also vom Februar 2012 bis Februar 2014, da endete seine offizielle Amtszeit. Und dann hat man sich noch mal geeinigt auf 1 Jahr Verlängerung bis Februar 2015. Aber in diesen 2 bzw. 3 Jahren sollte er, Rabur Mansour Hadi, eben den Jemen reformieren. Er sollte eine neue Verfassung erstellen. Er sollte alle politischen Parteien in diesen Versöhnungs- und Friedensprozess integrieren. Und das hat er nicht gemacht, das hat er nicht geschafft. Und dann haben also aus den vorhergehenden Protesten haben sich dann die Houthis dem arabischen Frühling mit angeschlossen und haben dann letztendlich Mansour Hadi im Sanaa festgesetzt. Ja, und insofern konnte er dann fliehen, und zwar von Sanaa nach Aden. Und in Aden hat er dann am 28. Februar 2015 offiziell seinen Rücktritt als Präsident bekannt gegeben. Er hat die Regierung aufgelöst und ist danach nach Riad geflohen. Und im März dann, sozusagen als Privatperson, bittet er dann Bin Salman, sich wieder einsetzen zu lassen als Präsident. Das ist auch das offiziell erklärte Ziel von Bin Salman und seiner saudischen Kriegskoalition. Und am 26.03. beginnt dann Saudi-Arabien mit Marokko zusammen und mit der sudanesischen Luftwaffe den Jemen zu bombardieren. Als erstes Sanaa, das sind 13 Menschen in der Nacht von Montag zu Dienstag, Mittwoch zu Donnerstag war es, glaube ich, ums Leben gekommen. Und seitdem gibt es also diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ja? Es ist also kein UN-Mandat dahinter, was also diesen Krieg legitimiert, ja, also tatsächlich ein völkerrechtswidriger Krieg. Und der wird eben noch durch weitere afrikanische bzw. arabisch sprechende Staaten wie Katar, wie Vereinigte Arabische Emirate, wie Jordanien, Marokko, also 13, 14 Staaten noch mit unterstützt. Kuwait, Bahrain. Bahrain, genau. Und aber natürlich auch von der sogenannten westlichen Wertegesellschaft, die sich da, wie es in den Medien dann immer heißt, eine international anerkannte Staatengemeinschaft anerkennt Hadi und unterstützt Hadi in seinem Bestreben, Präsident bleiben zu können. Was natürlich Blödsinn ist, er ist zurückgetreten, er hat keine Ämter mehr. Und insofern ist es natürlich fragwürdig, welche Legitimation dahinter steht von seinem eigenen Volk, dem jemenitischen Volk nicht. Und
Das heißt, dass vor allen Dingen die USA mit Hunderte von Milliarden Rüstungsgüter in die saudische Kriegskoalition hinein investiert, aber auch Großbritannien entgegen ihrem eigenen nationalen Recht, Frankreich, Deutschland gegenüber dem Grundgesetz und dem Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt massiv gegen eigene Rechtsnormen. Das muss man einfach dahinter wissen. Und diese internationale Staatengemeinschaft, die bekommt natürlich ganz viel Öl und mit diesen Dollar-Einnahmen kauft dann natürlich Saudi-Arabien für Milliarden abartige Summen und Mengen an Rüstungsgütern, mit denen dann zum Beispiel Rheinmetall im Jemen bombt, wo dann natürlich viele unschuldige Zivilisten, hauptsächlich unschuldige Zivilisten, ihr Leben verlieren, ihre Körper zerfetzt werden, massiv verletzt werden. Wir haben seit Jahren, ist ja nicht nur der Flughafen Sana'a geschlossen und durch die saudische Luftwaffe kontrolliert, dass da ist auch zigtausend, also da reden wir von 20, 30, 40.000 Menschen, die dringendst medizinische Hilfe bräuchten, die normalerweise von Sana'a ausgeflogen werden müssten in Krankenhäuser nach Algerien oder wo auch immer, die dann behandelt werden könnten oder auch in Europa. Das ist nicht möglich. Dadurch sterben Tausende von verletzten Zivilisten. Und wir haben seit Jahren natürlich diese Totalblockade zu Land, zu Luft, zu See. Mhm. Unter anderem auch, wo vor einigen Monaten ein Bericht kam von Report München, wo auch deutsche Patrouillenboote, die also in Deutschland gebaut worden sind und an Saudi-Arabien geliefert worden sind, mit dran beteiligt sind an dieser Seeblockade. Mhm. Und das alles wird natürlich noch verschärft durch den US-Drohnenkrieg, wo die Signale über Ramstein weitergeleitet werden. Und die US-Drohnen, die sind in Pakistan, in Afghanistan, aber eben auch im Jemen sehr aktiv, wo immer wieder dann auch unschuldige Zivilisten getroffen werden und getötet werden. Ja, also es ist jetzt vielleicht der passende Moment, einen kurzen Einspieler zu zeigen aus meiner Rede. Ich hatte das vor der UN ein bisschen zusammengefasst. Dann schauen wir uns am besten mal an die kleine Statistik, was dort so kaputt gebombt wurde. Now we would want to listen the journalist Noppert Fleischer. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to explain to you why Germany is complicit in the hunger of around 2 million children and thousands of deaths in Yemen. Above all, the necessary for the development, education and care of children have been destroyed, including private homes, hospitals, schools and food water supply. Germany bears joint responsibility for every destroyed child biography. It's obvious, as we'll see in the next few minutes. I would like to introduce you to Faisal bin Ali Jaber. He's an engineer from Yemen, and with a lawsuit against the Federal Republic of Germany, he has achieved that the circumstances, which I would now like to describe to you, could soon change. Let us now consider the legal situation and political reality that's important to know. Due to German history, Angela Merkel would be forbidden to take part in military adventures of the USA and their allies, but contrary to the legal situation, Germany sells weapons to warlike nations like Saudi Arabia. Germany has recently increased its arms exports by 13% and with a share of 6.4%, it's the world's fourth largest arms seller, followed by China. Also, our basic law already prescribes that international law is about any German laws. Frau Merkel involves the Bundeswehr without a UN mandate in the war against Syria, for example. Most serious for the situation in Yemen and the Middle East, however, are the US military operations planned and carried out by German soil. Ja, das war der kurze Einspieler von Norbert Fleischer. In voller Länge gibt es den natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Wochen her. Matthias, du hast uns ganz aktuelle Zahlen mitgebracht. Ja, genau. Also ganz aktuelle Zahlen muss man natürlich mittlerweile in Anführungszeichen setzen, da Mr. Trump, der US-Präsident, darüber verfügt hat, keine aktuellen Zahlen mehr über die Drohnenopfer im Jemen, Afghanistan oder eben auch Pakistan zu veröffentlichen. Aber die letzten aktuellen Zahlen, die sind vom 21. August diesen Jahres. Und da sind aufgeführt an veröffentlichten Zahlen bestätigte Drohnenangriffe, was nur den Jemen betrifft, 329, seitdem Präsident Obama ja diesen US-Drohnenkrieg freigegeben hat.
Es wurden bis zu 1384 Zivilisten getötet, also Menschen getötet, darunter Zivilisten, wo man es genau weiß, bis zu 225 und 50 Kinder wurden darunter getötet. Und da sind eben unter anderem auch Drohnenangriffe auf Hochzeitsgesellschaften, auf Schulen und auf Schulbusse. Drohnen war jetzt nicht der Schulbus letztes Jahr, sondern das war ein Kampfflugbombardement, wo 40 Kinder im Schulbus getötet worden sind, wo es einen ganz kurzen Aufschrei nur gab und der dauerte eine Woche und dann war wieder Ruhe im Schiff. Medien, deutsche Medien, ARD oder BRD, Fernsehen 1 und 2 haben darüber dann auch nicht mehr berichtet. Es ist insofern sehr traurig, was unsere deutschen Medien, die ja eigentlich einen umfassenden Bildungs- und Informationsauftrag haben, wie konsequent sie dieses Thema, diesen Krieg im Jemen negieren und lieber völlig unwichtige Sachen dann lieber dafür als Sendezeit verplempern. Ja, also das sind jedes Mal schockierende Zahlen, wenn man sich die Werte anschaut. Man muss einfach festhalten, dass die Koalition da bevorzugt zivile Infrastruktur bombardiert, um die Zivilbevölkerung zu schädigen. Das ist ja auch eine gängige Strategie, speziell des US-Militärs in erster Linie, sich also gegen die Zivilbevölkerung und nicht gegen die fremde Armee sozusagen die Kampfhandlungen zu führen, weil das sozusagen das weichste Ziel ist, also wo man den meisten Schaden anrichten kann mit der vergleichsweise geringsten Feuerkraft. Betroffen sind eben vor allem Schulgebäude, Krankenhäuser, alle Einrichtungen, die für Lebensmittelversorgung oder Herstellung zuständig sind, Wasserwerke, Telefonleitungen, was haben wir hier noch, Trinkwassertanks, Marktplätze, Geflügel- und Viehfarmen, Lebensmittel-LKWs und Flughafen. Und so. Genau. So, wie ist jetzt die Situation deiner Verwandten? Wie viele wohnen da auf engem Raum? Oder sind die bis jetzt davongekommen? Oder noch nie bombardiert worden? Oder sind sie schon bombardiert worden? Wie leben die? Erstmal die Frage, wie trinken sie? Erstmal. Das ist, die Wasser ist sowieso nicht sauber, wegen der Cholera. Das ist so schwierig. Aber sie trinken das. Hauptsache muss man das trinken. Ist egal, nachher wird krank oder nicht. Sie wollen nicht verdursten. Ja. Lebensmittel, sie versuchen, wir haben die Blätter von dem Baum gegessen. Haben Sie das gesehen im Internet oder nicht? Du musst den Leuten. Gibt ein paar Leute, hat die Blätter von dem Baum gegessen. Gibt gar keine Essen. Das ist nie passiert. Vorher. Du musst vielleicht erklären, was diese Blätter bewirken, wenn man die isst. Da wird man in den Rausch gesetzt, so als würde man Marihuana oder so. Was ist das für ein Baum? Ich kann das Ihnen zeigen per Internet. Also die Lebensmittelknappheit ist schon drastisch. Ne? 80% der gesamten Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ja. Ungefähr die Hälfte der Jemeniten sind ja jünger als 18 oder 15 oder so. Also sind meist Kinder und Jugendliche, die da besonders davon betroffen sind. Also vielleicht nochmal dazu ein paar Zahlen. Jemen selber liegt ja an der südlichsten Spitze von arabischen Halbinsel und ist etwa anderthalb Mal so groß wie Deutschland. Also ein riesengroßes Land. Aber da leben eben keine 80 Millionen Einwohner, sondern 80 Millionen mit einer sehr starken Geburtenwachsrate, sehr junge Bevölkerung. Und von diesen 28 Millionen sind 22 Millionen ausschließlich auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und jetzt kommt eben das Problem, durch die Blockade zu Luft, zu See und dann auch die Grenze zu Saudi-Arabien, ist dieses Land sozusagen hermetisch abgeschlossen. Und selbst durch die UN-genehmigte Hilfstransporte wie Öle, Treibstoffe, Medikamente oder so, werden nicht hineingelassen, obwohl wir ja letztes Jahr im Dezember eine UN-Konferenz hatten, wo es darum ging, Hudaida
freizusetzen, sodass also auch die Houthi-Rebellen abziehen können und dass da keine Kämpfe mehr um diese wichtige Hafenstadt herum passieren, weil das ist dieser Knotenpunkt, um die Bevölkerung im Norden, Jemen, also Sana'a, Sada'a bis runter nach Taiz, mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und allem, was man eben so braucht, versorgen zu können. Und trotz UN-Abkommen und Waffenstillstandsabkommen, was ja auch in Hudaida beschlossen worden sind, wird natürlich Hudaida immer mit Artilleriegranaten beschossen, mit Luftangriffen beschossen. Die Blockade wird nach wie vor durchgesetzt durch die Saudis, dass da also keine Hilfsschiffe reinkommen, obwohl sie eben, wie gesagt, von der UN bestätigt worden, kontrolliert worden und zugelassen worden sind. Das muss man einfach dabei wissen. Dann ist es natürlich auch so, durch das schlechte Wasser, was wir dort haben, kommt immer wieder die Cholera-Epidemie wieder, auch die Diphtherie kommt. Das hängt eben damit zusammen, dass keine Wasseraufbereitungsanlagen betrieben werden können. Ja, also Strom gibt es ja kaum. Das wird ja alles über Öle und Diesel und Treibstoffe gemacht. Und das wird eben nicht reingelassen. Die Cholera hatten wir hier in Deutschland zuletzt zu Zeiten des Roten Weltkriegs und danach, ja, ne? Als wirklich alles kaputt war und gar keine Versorgung. Also so ungefähr muss man sich die Verhältnisse dann da vorstellen. Ja. Wie ist das jetzt nochmal? Dir zeigen, das ist, was die Leute essen. Er sagt, wir essen und kochen von die Blätter von Baum. Das. Guck mal, wie sie isst das. Das war Lehrer. Was ist das für ein Baum? Wie heißt der? Ist egal, welcher Baum. Hauptsache, es gibt keine bestimmte Baum. Also, aber er sagte, dass es wichtig ist, zu wissen, wie die. Ja, das ist wichtig. Es gibt ja so Pflanzen, die einen so betäuben. Ja? Da gibt es auch so einen Baum. Das ist auch häufig zu sehen, wenn man so Kämpfer, Jemen-Kämpfer, die ja mit Einfasten, also teilweise barfuß und mit ihrer Kalaschnikow, sich dann gegen die Angriffe saudischer oder gegen Söldnertruppen, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert werden, wenn die sich also im Kampf dem Gegenstand, dann haben die immer so eine dicken Backen. Ne? Und da kauen die also Blätter, um, weil es einfach auch Schmerzen lindert auch und es macht einfach mutiger und putscht eben auf. Ja? Das sind so eine, heißt Gat. Ja, genau. So, ne? Und das essen eben Kinder, um eben man muss sich das ja vorstellen, wenn ein Mensch verhungert, dann ist das ein wirklich langer und sehr schmerzhafter Prozess, wo dann nach und nach Leber, Galle und Nieren und alles so nach und nach ganz sachte ausfällt. Das ist ein wirklich brutaler Tod. Und wir wissen heute von der UN, dass alle 5 Minuten ein Kind stirbt an vermeidbaren Umständen unter 5 Jahren. Genau. Alle 10 Minuten ein Kind. Jede 10 Minuten stirbt ein Kind an vermeidbaren Umständen, weil es keine Kleidung hat, weil es kein sauberes Wasser hat, weil es keine Medizin hat, weil es nichts zu essen hat. Genau. Also die essen nicht nur die Blätter, um einigermaßen satt zu sein, sondern sie werden auch noch quasi drogensüchtig dabei. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und weil wir vorhin gerade das Thema Schule hatten, weil Yahya sagte, ja, wer geht in einem Krieg zur Schule? 2 Millionen Kinder gehen im Jemen nicht zur Schule, weil ja auch die Hälfte aller Schulen zerstört worden sind. Oder eben als Stützpunkte für irgendwelche militärischen Operationen genutzt werden, Aufklärungsoperationen, egal ob das jetzt im Südjemen ist oder im Nordjemen ist. Ja. Also es ist ganz schlimm, was da passiert, um vielleicht auch das mal von den Zahlen her greifbar zu machen. Ich habe mal vom September, also vom letzten Monat, Zahlen mitgebracht, was nur die Provinzen des Nordjemen betrifft. Das sind Zahlen, die LCCRD bereitstellt. Das ist eine internationale Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Sana'a. Und die haben veröffentlicht, die Anzahl der Bombardements nur im September
347, das sind also 12 pro Tag. Ja? Das kann man, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Wir können uns erinnern, Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg, Köln, wie die zur Bombe fahren. Und das erleben die seit 5 Jahren jeden Tag. Jeden Tag. Und wir haben insgesamt im September 225 zivile Opfer zu beklagen, getötete Zivilisten von 84 und verletzte Zivilisten 141. Und zu diesen Bombardements, die also auch mit Tornado-Kampfbomber geflogen werden oder Eurofighter oder F-16, was die da alles haben, sind, kommen zusätzlich noch 1057 Artilleriegeschosse, also durch Kanonen wird also Saada bombardiert. Und da wurden zum Beispiel auch zerstört 45 Wohnhäuser, 262 beschädigte Wohnhäuser. Und wenn man sich mal vorstellt, man geht so als in Deutschland, man geht mal auf so ein Grundstück und nimmt einen Hammer und klopft so an die Mauer von einem Einfamilienhaus, wie da der Hausbesitzer reagieren würde. Und dort werden ganze Straßenzüge, ganze Stadtteile werden dort jeden Tag zerbombt. Das ist unfassbar. Mhm. Und wir haben zerstörte Straßen. Da gibt es jetzt nicht mehr viele Straßen, die nicht zerstört sind. Wir haben Moscheen, eine Moschee wurde zerstört, 2 Schulen wurden zerstört, landwirtschaftliche Betriebe wurden zerstört, 19. Also die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt seit Ende des Zweiten Weltkrieges, wo Millionen von Menschen hungern und Saudi-Arabien zerstört landwirtschaftliche Betriebe, also Vieh, Hühner, Ziegen, alles, was man so braucht, um Lebensmittel herzustellen. Felder werden bombardiert, dass die nicht mehr bewirtschaftet werden können. Das sind Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechen verjähren nicht. Und da ist unsere Bundesregierung seit Jahren, mindestens seit dem März 2015, beteiligt an Kriegsverbrechen und am Völkermord. Wenn man sich die Statuten Strafgesetzbuch, Völkerstrafgesetzbuch anschaut, Artikel 13, die UN-Charta, Artikel 2, Gewaltverbot und so weiter und so fort. Also eines der Opfer dieses Krieges war dein Bruder. Ne? Durch den Krieg, ja genau. Er ist im Bombenhagel ums Leben gekommen. Kannst du ein bisschen umschreiben, wann war das, wie ist das passiert, was hat er da gerade getan, was hat er gerade gemacht, als das passiert ist? Weißt du das? Er war auf der Straße. Und das ist im 2014, die Saudi-Arabien hat angegriffen, eine Berge heißt Nugum bei uns. Das ist die höchste Berge in Sanaa. Und sie denken, dass die alle unsere Rakete hinter den Bergen. Und sie haben mit Nitrogen bombardiert. Wasser. Und das ist verboten. Und er hat verletzt einfach und war im Krankenhaus 3 bis 4 Monate ungefähr und er hat gestorben. Hatte er Brandverletzungen? Oder nee, das ist eine Teile, drei in die Herz und 2 im Gehirn. Ah, der Splitter. Genau. Splitterverletzung. Genau. Und kann man das in die Operation im Herz und im Gehirn im Jemen im Moment gar nicht, kann man das nicht machen. Also die können da kaum Spritze kriegt man da. Also die können da bloß eine Binde drum machen und hoffen, dass... Das war's. Irgendwie ein Lappen, genau. Ein gebrauchtes Hemd. Binden ist ja nicht... Das ist... Das ist sehr schlimm. Also die Hilfsgüter, die benötigt würden, die medizinischen, um da eben für Abhilfe zu sorgen, die werden ja auch seit Jahren blockiert. Wir haben ja gesehen, dass bei den Exporten auch deutsche Patrouillenboote dabei waren, die an Saudi-Arabien geliefert wurden, von Saudi-Arabien wiederum dafür eingesetzt wurden, vor der Küste zu patrouillieren und ja, jedes Boot, wo Hilfslieferungen drauf sind, fernzuhalten vom Jemen. Gleichwohl werden regelmäßig weitere Rüstungsexporte an die Verbündeten Saudi-Arabiens geliefert, obwohl man jetzt offiziell gerade in der Phase ist oder offiziell gerade sagt, dass Deutschland keine Waffen an Saudi-Arabien liefert, aber nicht etwa wegen des Kriegs im Jemen, sondern wegen dieses fraglichen Mordes an dem türkischen Journalisten Khashoggi. US-Amerikaner. US-Amerikaner. So.
Und ja, die Bundesregierung beliefert weiterhin nicht direkt die Saudis, sondern zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuletzt war der Lieferant Jenoptik Power Systems, die produzieren Stromaggregate für die Patriot-Raketenabwehrbatterien vom US-Rüstungskonzern Raytheon. Ja, die wiederum die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen diese Patriot-Raketenabschussbasen tatsächlich zum Angriff auf den Jemen, beziehungsweise um sich selbst zu schützen vor möglichen Angriffen, die da kommen. Inwieweit können denn die Houthi-Rebellen sich überhaupt militärisch wehren? Wir hatten ja diese Sache mit diesem fraglichen Angriff auf die saudischen Ölanlagen, angeblich mit Drohnen oder mit Raketen. Können das die Houthi-Rebellen überhaupt? Also mittlerweile ist es ja so, dass... Oder war es doch der Iran? Das ist eine gute Frage. Diese Frage endgültig beantworten können noch die, die den Finger am Abzug gehabt haben letztendlich und die, die in dem ganzen Planungsprozess drin waren. Auf der anderen Seite muss man einfach wissen, dass der Jemen, was die Bestückung von Waffen ist, nach den USA-Land das Land ist, was am meisten Waffen pro Kopf zur Verfügung hat. Ja? Wir haben ja bis 1990 haben wir ja den Südjemen gehabt, der früher zur UdSSR, mit der UdSSR, DDR befreundet war, bis 1990, dann auch die Wiedervereinigung oder Einigung zwischen Nordjemen und Südjemen war. Und im Nordjemen waren die Militärs, also Saleh, sehr US-freundlich, sodass da massivst an militärischen Equipment zugelegt worden ist, also Raketenwerfer, alles, was man sich so vorstellen konnte, war dort eingelagert. Und durch den Sturz mit den Houthi-Rebellen, die also Hadi da verjagt haben, da aus Sana, sind natürlich auch die Waffen verfügbar gewesen. Und mittlerweile ist es ja nicht so, dass die Jemeniten ein dummes Volk wäre, ganz im Gegenteil. Das sind hochintelligente Leute. Wir sehen es, dass viele Jemeniten über die ganze Welt verstreut sind, an den besten Universitäten dieser Welt studieren. Und die haben diese Technologie für sich weiterentwickelt. Sie haben im Prinzip ein eigenes Drohnenprogramm für sich entwickelt. Eine eigene Luftwaffe haben sie nicht, also eigene Flugzeuge. Das wird eher sofort ohne Flugplätze kein Flugzeug kann da abheben. Aber eben die Drohnentechnologie haben sie eben aufgrund der Militärgüter, die sie dort übernommen haben, weiterentwickelt. Und so war es dann also auch möglich, dass sie ihr Saudi-Arabien mittlerweile sehr gut mit Drohnen seit einem knappen Jahr bedenken konnten, also auch Drohnenangriffe führen konnten, wobei die zivilen Opfer so gut wie null, war man Verletzter oder ein Toter, vielleicht bei deren Drohnenangriffe. Aber der ausschlaggebende Punkt war eben jetzt Anfang des Monats Aramco, wo die ganze Welt plötzlich aufgeschrien hatte. Genau. Und Da kann ich Jahir einfach nur zustimmen, weil er hat mir im Auto gesagt, also seit 5 Jahren führt Saudi-Arabien mithilfe des Westens Krieg im Jemen. Tausende, zigtausende zerfetzte Bombenopfer. Und dann gelingt es den Houthi-Rebellen, drei, vier, fünf, zehn Drohnen auf eine Ölraffinerie, also von Aramco, also eigentlich waren es ja auch drei, abzufeuern, wo dann mal ein paar Millionen Dollar, US-Dollar eben zerstört werden. Und dann schreit die ganze Welt plötzlich auf. Und das Kuriose ist, dieser Schrei hat auch wieder bloß 14 Tage maximal gedauert. Und seitdem hört man eben, seit 14 Tagen etwa, hört man aus dem Jemen wieder überhaupt nichts. Und wenn ich das jetzt mal mit vergleiche, wo jetzt die Türkei in Syrien einmarschiert ist, alles was NATO-Partner, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, Türkei gegen Syrien, unsere Parteien, unsere sogenannten Volksvertreter überschlagen sich, fordern, Türkei muss raus aus der NATO. Völlig irre. Andersrum wäre es viel sinnvoller, nämlich Deutschland raus aus der NATO. Aber sie schweigen darüber, wenn sie eben nach wie vor
die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, alles abartige Diktaturen, Jordanien mit Waffen beliefern, Beihilfe zu Kriegsverbrechen im Jemen liefen, Beihilfe zu Völkermord begehen im Jemen. Da schweigen sie aber in der Türkei. Dasselbe in Grün, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, da sind sie ganz besonders laut. Und das zeigt einfach nur diese unfassbare Doppelmoral, Scheinheiligkeit und Verlogenheit unserer Politiker, unserer westlichen Politiker, wenn es eben um Macht und Einfluss geht, die in ihrem Interesse sind, aber nicht im Interesse der Menschen und vor allen Dingen nicht der Menschen, die zerbombt werden jeden Tag durch deutsche Waffen, unter anderem auch. Mhm. Ich habe mal eine Frage. Mhm. Wir haben ja vorhin schon mehrfach von Blockade gehört. Mich würde mal interessieren, ja, wie lange gibt es die Blockade, wer macht die und wie wird die überhaupt begründet gegenüber der Weltöffentlichkeit? Und welche Rolle spielt eigentlich der Iran bei dieser ganzen Sache? Ja, das ist insofern spannend, da den Houthi-Rebellen vorgeworfen wird, eine besondere Beziehung zum Iran zu pflegen oder der Iran zu den Houthi-Rebellen. Zum einen stimmt das in Teilen, da sie derselben Religion angehören, beides Schiiten. Ne? Schiiten, genau. Mhm. Sunniten sind in Saudi-Arabien, Schiiten sind eher unterpräsent. Also es gibt viel weniger Schiiten als Sunniten weltweit. Ja? Und wir müssen das aber so sehen, dass Saudi-Arabien mit dem Iran zusammen an zwei wichtigen Knotenpunkten liegt. Einmal der Iran mit der Straße von Hormuz, wo also Saudi-Arabien auf dem Seeweg zu 90% seine ganzen Ölproduktion durchfahren lassen muss mit Schiffen. Und wir hatten das ja jetzt vor kurzem, dass der Iran angedroht hatte, er macht die Straße von Hormuz zu. Dann sind dann einfach mal 40-50% der gesamten produzierten Ölmenge nicht mehr verfügbar für 800-900 US-Militärstützpunkte weltweit. Und der Jemen mit seiner Meerenge von Bab el-Mandeb, das ist der Zugang durch das Rote Meer zum Suezkanal, wo dann also um Oman herum, um Jemen herum, das Öl von Saudi-Arabien über das Rote Meer nach Europa gebracht wird, ins Mittelmeer, dann Anrainerstaaten, Türkei und Italien, Griechenland und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja eigentlich der ursprüngliche Ausgangspunkt, dass Hadi, der war sehr Saudi-Arabien-freundlich, sehr US-amerikanisch-freundlich. Da hatten sie ihre Sicherheit als Marionette. Okay, der wird nicht gegen unsere Interessen, gegen unsere Ölinteressen verstoßen, aber bei einer Regierung, vielleicht unter Houthi, muss man überlegen, ob er denn US-amerikanisch-freundlich ist. Ich glaube nicht, nachdem jetzt so viele Hunderte von Milliarden Dollar in den Krieg von Saudi-Arabien eingeflossen sind. Das sind eigentlich die ursprünglichen Gründe, warum dieser Krieg geführt wird. Ne? Also wir haben ja immer so die Machtinteressen, Einflusssphäre, die Kontrolle der Transportwege und natürlich die endlichen Ressourcen wie Gas, Öl und also alles, was man so um Krieg und Besatzungsaufrechterhaltung, Logistik braucht. Wie verhält sich eigentlich der Iran zum Einmarsch der Türken in Nordsyrien? Da bin ich momentan überfragt. Aber eins steht fest, dass durch den Krieg, den Saudi-Arabien und seine Koalition seit 5 Jahren jetzt da gegen den Jemen führt, letztendlich die Houthi gezwungen sind, sich an den Iran zu wenden. Der Iran hat ja schon immer die Jemeniten unterstützt. Ne? Ja, genau. Aber wenn man das jetzt mal ins Verhältnis gleicht, mit welchen möglichen Mitteln es dem Iran überhaupt verfügbar ist, um den Jemen trotz Blockade zu unterstützen. Ja. Also auf der einen Seite kommen keine Hilfsgüter, keine Lebensmittel, keine Medikamente durch die totale Blockade durch, aber diese Drohnen und Militärtechnik soll plötzlich durchkommen. Also entweder gibt es da ganz große tiefe Schluchten oder geheime Wege, die nur der Iran dann und die Houthis kennen und die Welt nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt Unterstützung finanziell, aber auch durch die Hisbollah, durch Beratung, durch militärische Beratung, aber jetzt durch Waffentechnik ganz sicher nicht. Mhm. Du hattest eine Frage? Die Frage. Ich sehe immer im Medien, immer Iran unterstützt Syrien, unterstützt Jemen. Und okay, sie unterstützt im Jemen. Wo wissen Sie das, dass sie unterstützt die Leute im Jemen?
Wofür sind Sie das? Das wird nur gesagt. Also ja, nur gesagt, aber ich weiß, eigentlich nicht. Ich habe keine tatsächlichen Hinweise. Ne? Genau, also, gibt keine. Im Beispiel eben dieser Angriff auf Aramco hier, diese saudische Ölgesellschaft, war es ja so, dass der Westen unisono danach erklärt hat, nein, das waren nicht die Houthis, das war der Iran. Weil ja, die kamen vom Norden, und deswegen kann es nur der Iran gewesen sein, weil Jemen ist ja im Süden. So. Auf die Idee, dass es theoretisch auch ein israelisches U-Boot gewesen sein könnte, das über den Iran hinweg Raketen abgeschossen hat, auf diese Ölanlagen ist keiner gekommen. Und wir wissen es nicht. Gut, das ist ja auch Verschwörungstheorie. Ja, das ist natürlich wieder eine Verschwörungstheorie. Aber, die Frage ist ja, braucht der Westen bzw. diese Koalition, die Krieg gegen Jemen führt, brauchen die sozusagen den Iran als Argument, als Rechtfertigung? Wenn man jetzt zum Beispiel den Iran jetzt davon lossagt und sagt, dass Jemen sozusagen ohne die Unterstützung vom Iran, da werden Völkerrechtsverbrechen begangen. Also was erzählt man denn der westlichen Öffentlichkeit? Womit begründet man denn diesen Wahnsinn? Also wenn mir mal Professor Dr. Lüthers, Professor ist er nicht, Dr. Michael Lüthers, folgen wollen, er hat in einem Interview mit Jung und Naiv, ich glaube 2 Jahre ist es jetzt, glaube ich, her, erklärt, dass 2015, als Obama mit dem Iran den berühmten Atomwaffenvertrag abgeschlossen hat, ja, ist natürlich den USA und Saudi-Arabien und Israel einer der Hauptfeinde abhanden gekommen. Ja. Man hat sich auf eine friedliche Art und Weise geeinigt, dass der Iran eben sich verpflichtet, keine Atomwaffen mehr weiterzuentwickeln oder vielleicht sogar irgendwann mal zum Abschuss zu bringen. So. Und dadurch ist natürlich auch die Begründung weggefallen, gegen den Iran militärisch vorzugehen. Und gleichzeitig hat aber Präsident Obama Saudi-Arabien grünes Licht gegeben, um den Jemen, dass Saudi-Arabien den Jemen angreifen kann, mit dem Vorwand, eigentlich den Iran militärisch auf jemenitischem Gebiet besiegen zu können. Ja, das ist also dieses Thema Stellvertreterkrieg. Das stimmt in Teilen. Mittlerweile ist es aber allerdings so, dass vor allen Dingen auch US-amerikanische und westliche Medien versuchen, über Obama ein ganz neues Narrativ oder ein altes Narrativ weiter auszubauen, dass er ja der Friedens-Peacemaker ist und dass Obama und die USA von dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Saudi-Arabien gegen jemanden völlig überrascht worden wären, was natürlich nicht so ist. Wir wissen aus den WikiLeaks-Dokumenten, dass Hillary Clinton für 80 Milliarden Dollar Rüstungsgüter an Saudi-Arabien genehmigt hat, bevor der Krieg in Saudi-Arabien, den Saudi-Arabien führt, überhaupt angefangen hat. Und ohne diese militärische Aufrüstung wäre Saudi-Arabien überhaupt nicht in der Lage gewesen, sofort und so schnell überhaupt einen Krieg gegen den Jemen führen zu können. Ja, und das spielte natürlich auch eine Rolle dann im Wahlkampf bei Hillary Clinton. Da ist ja gerade Julian Assange ein ganz spannendes Thema gerade. Der ist politischer Gefangener in Großbritannien, also in dem Friedensprojekt Europäische Union, in Belmarsh sitzt und wahrscheinlich ausgeliefert werden muss. Also diese Zusammenhänge sind wirklich sehr spannend, wenn man die mal hinterfragt. Ja. Mhm. Also im Prinzip geht es um das Thema, diese zwei Meerengen, also die Straße von Hormuz und Bab el-Mandeb, um das Öl. Klar. Und es geht. Der Westen macht das. Es geht um das Narrativ, Iran als Bösewicht hinzustellen. Genau, der also die ganze Region dort unter sich verjochen will oder eine führende Rolle einnehmen will. Aber das will Saudi-Arabien genauso. Das will auch die Türkei dort eine Vormachtstellung einnehmen. Das will auch Israel dort. Mhm. Also, das ist eine Gemengelage. Da sind so viele Interessen miteinander verwoben oder stehen gegenüber. Und der Westen mischt da fleißig mit.
Und wenn man den Krieg oder die ganzen Konflikte dort in der arabischen Halbinsel beenden möchte, wirklich, also wenn das ein wirklich festes politisches Ziel wäre, dann bräuchte der Westen und die NATO-Staaten vor allen Dingen nur damit aufhören, Saudi-Arabien und die Kriegskoalitionsländer permanent mit Waffen vollzustopfen. Ne? Ja, hier, wie ist das? Du telefonierst regelmäßig mit deiner Familie, jeden Monat, ne? Hast du gesagt? Einmal in dem Monat, ja. Ja. Das ist nicht ganz einfach, die ans Telefon zu kriegen, weil ja auch die Kommunikationsnetze ziemlich in Mitleidenschaft gezogen sind. Was berichten Sie denn konkret? Wissen die, was so geopolitisch und so international da gerade gespielt wird? Oder haben die davon gar keine Ahnung? Sie haben gar keine Ahnung. Wenn ich telefoniere mit meiner Familie, das auch nicht dauert lange, das max ja, halbe Stunde und sowas. Manchmal höre ich die Rakete, manchmal die Kalaschnikow. Das ist sehr schrecklich. Manchmal sage ich lieber nicht anrufen, weil ich kriege auch Angst. Was ist passiert bei euch? Versuch mal laufen oder irgendwo raus oder geh mal raus. Das ist sehr, sehr schrecklich. Also du rufst ja deine Familie an und ihr redet miteinander und im Hintergrund hörst du das Maschinengewehrrattern. Ja, genau. Manchmal Rakete, manchmal schicken sie mir auch Bilder. Das ist sehr schrecklich. Ich lüche das manchmal, weil... Man hält es nicht aus. Nee, ja. Kann ich nicht mehr. Das und ist, was erzählen sie so, was berichten sie so, wie es ihnen geht? Einfach, oder wie geht euch? Und sie fragen mich, wie geht ich und meine Familie? Und ich frage, wie geht euch auch? Leben sie noch oder sind sie gestorben? Das ist die wichtige Frage. Wer ist wenn diesen sie leben, Monat gestorben? Ist egal. Verhungert ja. Oder ist egal. Hauptsache, sie leben noch. Das ist. Ja, und sie kommen da einfach nicht raus, ne? Nee, schwierig. Kann man nicht auf dem Landweg irgendwie flüchten ins Nachbarland? Wo? Sagen Sie mir. Ich will meine Land besuchen. Ja, ich kenne mich geografisch da jetzt nicht so aus. Sind da Berge oder was, wo man nicht drüber kommt? Oder? Nee. Was ist jetzt das? Oder wie? Wissen Sie, wo liegt in Jemen? Das ist die Wasser und Saudi-Arabien, im Nord-Saudi-Arabien, im West, Oman und die alle Wasser. Ah ja, stimmt. Kann man, ja. Kann ich also nicht rein und in meine Familie kann man nicht raus. Der Nordjemen ist sehr geprägt, also was um Sana und Hodeida und Saada ist eben so sehr bergig, sehr hügelig, mit bis zu 4000 Meter hohen Bergen. Und wenn man dann in Richtung Osten, Richtung Oman möchte, wie gesagt, Jemen ist anderthalbmal so groß wie Deutschland, da muss man erstmal Wüste durchqueren. Abartiges ja. Gebiet an Wüste und dann haben wir dort auch die ganzen Söldnertruppen, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlt werden, die kommen aus allen Herren Ländern. Privatarmeen sind das. Privatarmeen, mhm. Genau. Dann haben wir dort auch Al-Qaida-Gebiet. weil ich jetzt das ist alles im Süden, im Norden gibt es keine. Genau. Das Al-Qaida ist insofern nochmal ein spannender Punkt, weil ja die internationale Staatengemeinschaft so darauf besessen ist, den Präsidenten Hadi, der schon keiner mehr ist, schon lange keiner mehr ist, eben zu unterstützen. Und bei ihm wissen wir eben, also auch durch CIA-Dokumente beziehungsweise auf der Internetseite vom US-Finanzministerium veröffentlicht, dass Hadi seine Berater mit Al-Qaida-Terroristen sind, die von den USA gesucht werden. Ja? Genau. Und wir haben ja seit 2001 diesen Krieg gegen den Terror oder Kampf gegen den Terror und ausgerechnet diese internationale Staatengemeinschaft, die also von Saudi-Arabien eben ja, so viel Öl bezieht, unterstützt dann einen Ex-Präsidenten, der offensichtlich mit Al-Qaida zusammenarbeitet. Und da muss einfach auch mal die Bundesregierung eine Erklärung abgeben, wie sie das denn dem deutschen Steuerzahler erklären möchte. Milliarden von Euros in den Kampf für den sogenannten Terror zu investieren, aber dann einen Präsidenten zu unterstützen, der mit Al-Qaida-Terroristen zusammenarbeitet. Das ist schon faszinierend. Ja, die Gedankenwege der Bundesregierung sind sowieso etwas mir schleierhaft. Ja, genau. Jetzt jüngst dieser Vorschlag von Annegret Kampfknarrenbauer. Wir sollen da mindestens 3000 Bundeswehrsoldaten ja, nach Nordsyrien schicken. Wie findest du das? Quatsch.
keine Kommentare. Ja. Das ist, was versteht das, man kann das dadurch besser so werden noch, ja? Oder also vollkommen abgehoben, die Frau. Vereinigten Arabischen Emirate, also das muss man sich dann auch vorstellen, die Mogherini, das ist die hohe EU-Ratspräsidentin, die erklärt in einem öffentlichen Statement die Vereinigten Arabischen Emirate als Stabilitätsfaktor in dieser Region. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, letztens vor 3-4 Wochen in der Bundespressekonferenz, bestätigt, dass Deutschland jetzt nicht mehr an Saudi-Arabien wegen Khashoggi Rüstungsgüter liefert, aber eben an die Vereinigten Arabischen Emirate und bezeichnet eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate als Stabilitätsanker. Und wenn man sich die Presseberichte anschaut, Vereinigten Arabischen Emirate bezahlen also aus aller Welt Söldner, damit die als Bodentruppen eingesetzt werden gegen den Jemen, betreibt Foltergefängnisse, geheime Foltergefängnisse. Und das alles unter den Schlagworten von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Demokratie. Das sind also die spannendsten und die treuesten Kumpane der deutschen Bundesregierung, eigentlich aller Regierungen der Europäischen Union und der USA. Und was natürlich auch total spannend ist, das ist so ein bisschen untergegangen. Wir hatten ja vor ein paar Monaten den Umsturz im Sudan, da ist ja der Präsident gestürzt worden. Und dieser Präsident, der wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil er Kriegsverbrechen in Darfur begangen hat. Wir wissen aber auch aus den ganzen Auslandseinsätzen, wo die Bundeswehr überall unterwegs ist, dass die Bundeswehr Soldaten des Ex-Diktators, der also mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, Soldaten ausbildet, um die im Kampf gegen den Terror zu unterstützen. Also, dass die fit gemacht werden, militärisch fit gemacht werden. Was aber wie eben oder die Öffentlichkeit auch nicht weiß, dass sudanesische Soldaten ebenfalls als Bodentruppen im Jemen eingesetzt werden. Ja? Also das ist dann schon wieder so ein Thema. Die Bundeswehr bildet Soldaten eines mit Haftbefehl gesuchten Diktators aus, dessen Soldaten als Bodentruppen im Jemen aktiv sind. Irre. Ja. Zu meiner Zeit, also noch bei der Bild-Zeitung, ja, da hatte ich den Fall, dass in Dresden die Offiziersschule des Heeres, also wo die Offiziere ausgebildet werden, einen Diktator ausgebildet hat, also der dann, der hat sich da fortbilden lassen, also militärische Fähigkeiten sich antrainieren lassen, ist dann zurück in sein afrikanisches Land gegangen, mir fällt gerade nicht ein, welches es war, und dort ist er dann zum finstersten Diktator aufgestiegen, ja, der tausende Leute abgeschlachtet hat und so. Auf den Fotos sieht man schön, wie der mit seinen ganzen deutschen Bundeswehrabzeichen, die er da mitgebracht hatte aus Deutschland, da auf seinem Thron sitzt und so, ja, vollkommen irre eigentlich, wie sich da die Bundesregierung dazu verhält, nämlich gar nicht zu diesem Fall, ne? Und was jetzt den Sudan betrifft, das ist ja nun kein unproblematisches Land, ne? Man möge meinen, die hätten andere Probleme, als im Ausland sich auf teure Kosten militärisch zu engagieren. Oder ist es vielleicht so, dass ihnen das wirtschaftliche Vorteile bringt, weil sie jemand dafür bezahlt? Na, Saudi-Arabien, klar. Ja, die Saudi-Arabien bezahlt. Genau, ja. Genau. Ja. Okay, jetzt stelle ich mich mal ganz dumm. Warte mal, bevor du noch diese ganz dumme okay. Stellerei machst. Ja. Wenn man sich die ganzen Regierungschefs dieser Kriegskoalition, der saudischen Kriegskoalition anschaut, wo ja Herr Maas und die Frau Merkel offiziell in der Bundespressekonferenz erklären lassen, sie hätten keine Ahnung, wer die beteiligten Kriegsländer dort sind. Seit anderthalb Jahren wartet ja nun die Medienlandschaft und die Öffentlichkeit darauf, so wie das Heiko Maas in seiner Bundestag in der offenen Fragestunde bekannt gegeben hat, dass die Bundesregierung innerhalb von einem halben Jahr darüber sich äußert, wer aus ihrer Sicht alles zu den beteiligten Kriegsländern der saudischen Kriegskoalition gehört. Das ist bis heute nicht passiert, selbst auf mehrfachen Nachfragen, Sommerpressekonferenz etc.
Aber wenn man sich eben mal diese ganzen Diktatoren anschaut, die Katar und Sudan und Marokko und wie sie alle heißen, dann ist eins feststellbar, dass die alle eine militärische Ausbildung für eine gewisse Zeit an NATO-Elite-Militäruniversitäten hatten. Ob das jetzt von den USA, Frankreich, Großbritannien, also Spanien, so die alten Kolonialmächte sind. Ja? Und man möchte ja eigentlich meinen, dass wenn dann in diesen Wertegesellschaften die Regierungschefs eine militärische Ausbildung bekommen, dass die dort zumindest auch mal das Thema Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit haben. Und das alles gibt es natürlich in den Diktaturen nicht. Dort spielen, so wie wenn man sich die Berichte von Amnesty International anschaut, Menschenrechte überhaupt keine Rolle, weder Presse, Meinungsfreiheit, Folter ist dort jeden Tag angesagt, da verschwinden politische Gegner spurlos und so weiter und so fort. Und das sind eben unsere ganz wichtigen Partner im Kampf gegen den Terror. Und jetzt zu deiner ganz... Okay, also ich stelle mich jetzt mal ganz dumm. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich von all dem keine Ahnung. Und frage mich, warum kämpfen die Houthis gegen diese Regierung, wenn sie doch, sie könnten doch einfach hingehen da an die Grenze zwischen Nord- und Südjemen und könnten sozusagen sagen, so, wir haben gewohnt in dem Gebiet der Houthi-Rebellen, aber wir wollen zu euch gehören, weil wir wollen nicht, dass gegen uns gekämpft wird und okay, also wir unterstützen jetzt ab sofort den Hadi. So, warum machen die das nicht, wenn es darum ums Überleben geht? Hadi, erstmal darf ich dir sagen, das ist, ich habe gemerkt, du sagst immer Hadi. Das ist die jemenitische Soldaten. Das ist nicht nur Hadi. Das ist die jemenitische Soldaten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, sie haben das versucht. Und sie möchten gerne mit den anderen Leuten zusammensitzen und verhandeln das. Aber das ist die Frage. Im Südjemen, kann das richtig entscheiden? Sie können das nicht entscheiden. Das kommt von den USA. Kann das entscheiden? Die Leute im Südjemen, das kann nicht entscheiden. Die sagen, okay, wir sind auf eurer Seite und wir kämpfen gegen Saudi-Arabien. Na, gibt es denn im Jemen überhaupt einen Ort, wo nicht gekämpft wird? Nee. Also wird wirklich überall gekämpft? Alles gefährlich. Im Süden hat das Sagen die Vereinigten Arabischen Emirate. Die arbeiten mit diversen Separatistengruppen zusammen, die den Südjemen wieder abspalten wollen, so wie also die Grenzen 1990 waren. Und im Nordjemen, also diese Houthi-Rebellen, man muss wissen, dass die Armee damals sich gespalten hat. Eine Hälfte der Armee hat sich den Houthi-Rebellen angeschlossen und die andere Hälfte der Armee hat sich der Hadi-Regierung, also der Ex-Hadi-Regierung angeschlossen. Von Riad. Ja, von Riad gesteuert, ja, genau. Ex-Regierung Hadi, genau. Und Houthi-Rebellen ist ein bisschen ein verfälschender Begriff, weil es eben Houthi ist eine alte zaidistische Familie, die über 1000 Jahre im Nordjemen, in der Region Sa'ada, regiert hat. Und sie haben aus eigenem Verständnis natürlich einen Anspruch auf Regierungsbildung oder Mitbestimmung. Und es ist aber nicht so, dass jetzt nur Houthi-Kämpfer dabei sind, die jetzt also gegen die ausländischen Aggressoren kämpfen, sondern es sind ganz viele andere Stämme auch. Das wird aber in unseren Medien immer vergessen mit zu erwähnen. Und letztendlich ist es so, wir haben nach dem Völkerrecht ein Selbstbestimmungsrecht der Völker in der UN-Charta festgeschrieben. Und genau dieses Selbstbestimmungsrecht nehmen diese, was in deutschen Medien Houthi-Rebellen genannt wird, also Houthi-Kämpfer, selbstständig wahr. Und das wird so, wie das jede andere Bevölkerung machen würde, wenn sie durch ein, man stelle sich vor, Deutschland würde plötzlich von irgendeinem ausländischen Macht überfallen werden, angegriffen werden. Ein Großteil der Deutschen würde sich dann auch sagen, egal welche Regierung wir jetzt mal haben, aber wir nehmen unser Selbstbestimmungsrecht selbst in die Hand. Wir verteidigen unser Land. Und genauso muss man das bei den Jemeniten sehen. Sie verteidigen ihr Land. Und es gibt, geht ja auch nicht. Ne? Genau, es ist ja schlecht möglich. Und es gibt ja auch eine
Agenda 2030, die ist jetzt erst vor ein paar Monaten, von dem obersten politischen Rat, es gibt ja staatliche Strukturen im Nordjemen aufgebaut von den sogenannten Houthi-Rebellen, die ganz genau beschreiben, wie sie in den, wenn der Krieg dann beendet ist, aber sie fangen jetzt auch schon damit an, wie sie also ihren Staat neu aufbauen wollen. Also inklusive demokratischen Wahlen, wo alle politischen Parteien auch ein Mitbestimmungsrecht haben und so weiter und so fort. Findet man alles auf der Webseite Stop the War in Yemen. Genau beschrieben, aber den Link, den können wir dann gerne nochmal zu dieser Agenda 2030 einblenden, dass auch die Medien, die jetzt vielleicht mal zuschauen und ihre Gehälter von ARD, ZDF, Tagesspiegel und so weiter beziehen, sich dann vielleicht mal umfassend informieren können, was denn tatsächlich im Jemen geplant ist, wenn denn Frieden mal herrscht. Und das Kuriose ist ja, wir hatten ja nach dem Aramco Problemfall, wo also die Houthi-Rebellen gesagt haben, die Ölraffinerien angegriffen haben, gab es ein Friedensangebot durch die Houthi-Rebellen, Houthi-Kämpfer an Saudi-Arabien, der letztendlich ganz kurz besagt, hört auf, den Jemen zu bebomben und anzugreifen und mit Artillerie zu bewerfen, hebt die Blockade auf und wir hören auf mit unseren Drohnenangriffen gegen eure Ölraffinerien. Und dieses Friedensangebot ist weltweit sehr positiv aufgenommen worden, außer bei einem, bei Bin Salman, weil der bombt fleißig weiter. Das ist der saudische Kronprinz. Das ist der saudische Kronprinz. Das ist der, der auch den Mord an Jamal Khashoggi angeordnet hat. Er hat mittlerweile als Regierungs... Das ist ja keine Regierung, sondern das ist ja... Was auch immer, das ist es, Monarchie, ja genau. Hat die politische Verantwortung übernommen, aber eben nicht die persönliche. Er streitet nach wie vor ab, irgendwas mit der Zerstückelung an Khashoggi zu tun gehabt zu haben, wobei CIA-Berichte auch dagegen sprechen, dass er unmittelbar daran beteiligt war, also Auftraggeber dieses Mordes war. Ja? Mhm. Und genau, er hat da wirklich im Moment kein Interesse, den Krieg weiterzuführen, obwohl wir mittlerweile wissen, dass dieser Krieg so aussichtslos ist. Die ganze Welt scheint sich irgendwie gegen den Jemen verschworen zu haben und selbst die größten Militärmächte, USA, Israel, ist mit involviert in diesen ganzen Unterstützung. Wie viele Länder sind das eigentlich? 17 oder was? 17, ja. 17. Also diese zu diesem Waffenstillstand, da meldete Reuters am 4. Oktober 2019 um 20.12 Uhr, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass Saudi-Arabien einen Waffenstillstand im Jemen erwäge. Ja? die sogenannten Houthi, was, ne, also die Jemeniten, also die Zivilbevölkerung, ja, habe Saudi-Arabien einen Waffenstillstand angeboten, also die angeboten, die Luftangriffe zu beenden. Und die Saudi-geführte Allianz denkt darüber nach und alle Welt wünscht sich, dass das so ist. Und was passiert dann? Die USA verlegen daraufhin 3.000 weitere US-Soldaten nach Saudi-Arabien. Jetzt sind es nicht mehr 5.000, jetzt sind es 8.000 US-Soldaten, die da. Das ist aber offiziell im Kontext mit Iran gemeint, ja, diese, ja, Truppenverlegung. Ja, natürlich, ja. Genau. Der Iran ist ja auch so zähnefletschend, der hat ja schon so viele Länder überfallen in seiner Geschichte, genau. Da brauchen wir ganz viele Soldaten da, genau, weil die so aggressiv sind. Ne? Genau. Ja, und wenn man sich mal den Iran landschaftlich anschaut, geografisch anschaut und die ganzen US-Militärstützpunkte, die da drumherum gebaut sind, anschaut, das ist wirklich der Schurkenstaat schlechthin in dieser Welt. Guck, wie aggressiv der Iran ist. Okay. Der hat seine Grenzen entlang der militärischen Außenposten der USA errichtet. Genau. Ja. Vollkommen ja, irre. Ich habe jetzt noch mal hier Zahlen, wo es also um die Exporte nach Saudi-Arabien geht. Und zwar brachen laut Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Exporte um zurück auf 3,1 Milliarden und zwar um 17% zurück. Aber nicht etwa wegen der
politischen Spannungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien wegen der Beteiligung am Krieg im Jemen, sondern es ging da nur um diesen Jamal Khashoggi. Jetzt ist ja die Sache mit den Waffenexporten nicht ganz so einfach. Ne? Wir haben ja die Situation, dass es nicht ausreicht zu sagen, okay, wir liefern jetzt keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien, sondern das größere Problem besteht eben darin, dass man in den vergangenen Jahren Lizenzen erteilt hat an Saudi-Arabien, dass die also die Waffen selbst herstellen, die deutschen Waffen selbst herstellen können. Genau. Zum Beispiel hat man denen die Pläne des G36-Sturmgewehrs verkauft, und sodass sie die selber herstellen können. Man hat aber gesagt, aber die Lizenz für die Munition, die kriegt ihr nicht von uns. Daraufhin sind die Saudis zu den Südafrikanern gegangen und haben gesagt, hier, ihr habt doch von den Deutschen die Lizenz, dass ihr die Munition für das G36 herstellt. Wollt ihr uns die nicht auch verkaufen? Da haben die sich dann sozusagen die Lizenz von den Südafrikanern noch gekauft, und jetzt können sie das Sturmgewehr und die Munition selbst herstellen. Ja. Und alles kommt letztlich aus Deutschland, und keiner trägt dafür die Verantwortung hierzulande. Und alle können sagen, wir exportieren keine Waffen nach Saudi-Arabien. Ja. Ja? Daher ist ja Bin Salman auch ganz stark daran interessiert, eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen, um sich von den Abhängigkeiten aus den bisherigen Rüstungsexportlieferanten unabhängiger bewegen zu können. Halt, ja. Und das betrifft also nicht nur diese kleinen Waffen, Panzer und sonstige Militärtechnik, auch Atombomben betrifft das. Ja. Wir wissen also aus internationalen Medien, dass seit Monaten Geheimgespräche mit den USA stattfinden, nicht nur um das Thema Kernenergie als friedliche Nutzung aufbauen zu können, um unabhängig vom Öl und Gas werden zu können, sondern auch um gemeinsam Atomtechnologie als Kriegswaffe einsetzen zu können. Also das läuft im Hintergrund auch gemeinsam mit Israel. Man höre und staune, Saudi-Arabien und Israel, Araber und Juden, das ist schon so seit Hunderten so eine ganz alte Fehde, die da abläuft. Für mich zwar völlig unverständlich, aber man steckt da nicht drin so richtig. Aber hinter den Kulissen sind genau, sie miteinander verwoben. Und Iran, der also ein Abkommen abgeschlossen hat, was er also auch laut Atomenergiebehörde immer eingehalten hat, denen dann das friedliche Atomnutzungsprogramm aufzukündigen ohne Grund und ihnen an den Pranger zu stellen. Also das ist schon mal wieder so ein tolles Thema an Doppelmoral, und ja, man steckt da einfach nicht drin in den Köpfen, was da bei Trump und Co., es ist ja nicht nur Trump, da in den Köpfen vorgeht, wie also weltpolitische Entscheidungen getroffen werden, die uns jedes Mal wieder an den Rand des Dritten Weltkrieges ranbringen, wenn man diese Hiobsbotschaften der letzten Wochen und Monate verfolgt mit den Angriffen auf die Öltanker, mit der Piraterie, wo Großbritannien iranischen Öltanker festgesetzt hat. Das sind ja alles so eine, wenn ich da an Sarajevo schaue, also Beginn des Ersten Weltkrieges, da ging es um ein Attentat. Das Attentat hätte auch Khashoggi sein können in der heutigen Zeit, nicht damals, der als Ursache, wie der Erste Weltkrieg begann. Ne? Das ist ein Funke, wo einer heute vielleicht durchdreht und eine Gewaltspirale in den Gang setzt, die niemand mehr dann einfangen kann. Wie wird es jetzt in Syrien weitergehen? Syrien ist so ein spannendes Thema, auch wieder so eine unfassbare Verlogenheit unserer deutschen Politiker, die schon seit 2009 versuchen, einen Regime-Change von Bashar al-Assad herbeizuführen. Und wo dann Saudi-Arabien und Katar mithilfe islamische Terrorbanden finanziert hat, von den CIA bewaffnet worden sind und dann eingeschleust worden sind, um dann Bürgerkrieg so richtig entflammen zu lassen. Und unsere Bundesregierung tut immer so scheinheilig, als wäre sie der Peacemaker. Es ist schon unfassbar. Ja, Syrien, also ich kann da nur dem
legitim gewählten Regierungschef Bashar al-Assad beglückwünschen, wenn er sich so starke Partner wie Russland an die Seite hält. War ausschlaggebend dafür, dass er überhaupt noch an der Macht war. Das ganze Thema war ja ganz stark auf der Kippe. 14 Tage hätten wohl noch ausgereicht, dann wäre Assad zurückgetreten oder wäre irgendwie eliminiert worden. Und dank Russland hat sich da also das Kräfteverhältnis massiv geändert, sodass heute der selbsternannte Weltpolizist nicht mehr USA nicht mehr so schalten und walten kann, wie er es gerne möchte, wie er es in anderen Teilen der Welt gemacht hat. Und das wird sich zeigen. Im Moment ist ja Putin gerade in der arabischen Welt, er ist ja gut angesehen in Israel, bei den Iranern, bei den Saudi-Arabien, verstehen sich, also können vernünftig miteinander reden, können gut miteinander verhandeln. Ich glaube, das braucht die Welt, dass es einen Gegenpol zu dieser NATO und vor allen Dingen US-durchgeknallten Politik braucht. Mhm. Putin soll ja, bevor er entschieden hat, in Syrien einzugreifen, sich immer und immer wieder das Video der zu Tode Folterung von Libyens Machthaber Gaddafi angeschaut haben. Und Hillary Clinton. Hillary Clinton. Das war ihr Projekt, Hillary Clinton Gaddafi zu stürzen. Ja, und jedenfalls Putin soll für sich entschieden haben, dass er nicht zulassen will, dass sowas jemals wieder passiert. Ja. Eben zum Beispiel in Syrien da mit Assad. Ja. Ich finde es sehr interessant, die Berichterstattung, die bei uns dazu in den einschlägigen Heute-Nachrichten, Tagesschau und so weiter kommt, wo dann die erste Reaktion auf einen Waffenstillstand, den Putin und Erdogan da miteinander ausgehandelt haben, ist, der Kommentator sagt, also die Moderatorin fragt den Kommentator, den Korrespondenten da vor Ort, was ist denn jetzt die konkrete Auswirkung davon? Und dann sagt der Korrespondent nicht etwa, die Auswirkung ist, dass jetzt hier die Waffen schweigen und es keiner mehr stirbt, sondern der sagt, Putin kann sich jetzt als der Friedensbringer präsentieren und sich darstellen als denjenigen, der hier alles im Griff hätte und so weiter, wo ich mich immer frage, was ist denn jetzt hier die wichtigere Nachricht eigentlich? Ja? Selbstverständlich kann er das, er hat es ja getan, ja? Er hat ja dafür gesorgt, dass dort irgendwie Frieden ist. Ne? Wie lange der dann hält, ist eine andere Sache. Aber ich frage mich, was wird denn mit den Amerikanern, die da jetzt die Ölquellen sich wieder unter den Nagel gerissen haben? Ja, sehr spannend, ne? Also sagen, ziehen ab und dann kommt plötzlich die Geschichte, ja, wir müssen ja aufpassen, dass der IS jetzt nicht an die Ölquellen kommt. Und Assad. Und Assad und schöpft fleißig fremdes Öl ab, ja, das dann im Ausland zu verkloppen und damit dann auch die nächsten Kriege oder auch diesen Krieg zu finanzieren. Genau. Man muss ja auch nochmal, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, es wird ja immer so dieses Narrativ gebracht, Assad hätte Giftgasbomben und so weiter gegen die eigene Bevölkerung eingebracht. Erstmal müssen wir ja wissen, dass der Irak, der gegen den Iran über 8 Jahre lang Krieg geführt hat, auch Giftgas eingesetzt hat, das von Deutschland geliefert worden ist, in unfassbaren Mengen, ja, dass der Irak eingesetzt hat. Also schon das muss man im Hinterkopf behalten. Und Professor Müller, das war eine Phoenix-Sendung letztes Jahr. Ich habe das bei mir zu Hause auf dem Rechner extra noch aufgearbeitet, weil ich das so unfassbar spannend fand. Der ist als Professor in Nahost Forscher, Friedensforscher. Und er sagt, dass es nicht einmal nachgewiesen worden ist, nach internationalen Studien auch, dass Assad Giftgas eingesetzt hätte. Also das ist eine pure Lüge aus wissenschaftlicher Sicht, die hier in deutschen Medien immer verbreitet wird. Interessant ist noch bei diesem Giftgas, um das es da geht, speziell, was als Vorwand gedient hat, um dann da diese Armeebasis zu bombardieren, hat es sich nach neuen Angaben der OPCW lediglich um Chlor gehandelt. Hm. Also das, was in jedem Schwimmbad, in dem wir baden, dafür sorgt, dass da das keimfrei bleibt und sich keine Algenteppiche da im Swimmingpool ausbreiten, das hat man dort sozusagen, weil es als giftig gilt, ne? Erst die Dosis machte das Gift, ne? Wie Paracelsus schon gesagt hat man eben das hergenommen, da irgendwie dort
reingehauen und gesagt, oh, Giftgas, ihr seid alle mit Giftgas an. Also Giftgas, das kann bloß eine große Organisation irgendwie bereitstellen. Und deswegen muss es jetzt der Assad gewesen sein. Ne? Das war ja damals die Argumentation. Jetzt hören wir, es war bloß Chlor. Ja gut, aber ihren Medienauftritt hatten sie. Ne? Genau. Die Weißhelme, die das alles durchgeführt haben. Und Terrororganisation. Die pseudo-humanitäre Hilfsorganisation. Und man darf sich fragen, was die jetzt eigentlich als nächstes machen. Ja. Na, die haben zumindest erstmal wieder Geld aus den USA bekommen vor kurzem. Trump hat ja wieder finanzielle Unterstützung der Weißhelme zugesagt. Aha, wie viel haben sie bekommen? 1, 2, 3 Millionen, irgend sowas rum. Da kann man schon nicht viel, aber in der Gegend ist eine Million schon viel. Ja. Aber da kann man schon einiges damit anstellen da unten. Ne? Ja, ein paar schöne Filme wieder drehen. Ja. Was wird eigentlich aus diesen ganzen IS-Kämpfern, die da jetzt freigelassen wurden von, oder abhauen konnten, weil die YPG nicht mehr aufpassen? Ja, genau. Da haben ja unsere westlichen Zivilgesellschaften oder Regierungen ganz große Angst, dass da Terrorkämpfer nach Europa, Europäische Union, wieder zurückkommen. Und was mich dabei immer verwundert ist, dass unsere deutschen Medien, unser Fernsehen BRD 1 und 2 nie hinterfragen, wie denn überhaupt wie denn dieser IS überhaupt entstanden ist, was denn die Ursache dafür ist, dass der überhaupt so entstehen konnte. Und da braucht man dann nur mal den Blick in Richtung CIA. Obama hat ja diese CIA beauftragt, den IS auszubilden und zu finanzieren, wie der überhaupt so entstehen konnte und so zu so einer weltweit kräftigen Terrororganisation werden konnte. Ja? Und letztendlich spielt ja auch der Sturz von Irak dort Saddam Hussein eine ganz entscheidende Rolle. Hätte Obama Irak nicht beseitigt, also Hussein nicht beseitigt, wird es heute den IS als solches gar nicht geben. Das war ja noch Bush. Ja, Bush, stimmt, genau. Ja, genau. Genau. Der hatte ja auf seinem Flugzeugträger schon vor Jahren den Krieg gegen den IS als beendet erklärt. Komischerweise geht der immer noch weiter. Und ich bin auch der festen Überzeugung oder der Meinung, dass es letztendlich gar nicht so richtig gewollt ist, dass der IS von der Landkarte, von der politischen Landkarte verschwindet. Weil das ist ja das allerbeste Argument, was man so diesen westlichen Wertegesellschaften mitgeben darf, wenn die sagen, ja, der IS ist noch nicht besiegt und deswegen können wir überall auf der Welt den Krieg gegen den Terror führen. Und wer letztendlich den eigentlichen Krieg gegen Terror führt, muss man dann nochmal hinterfragen. Also wir wissen, dass wenn wir Professor Mausfeld folgen, 20 bis 30 Millionen Kriegsopfer nach Ende des Zweiten Weltkrieges durch US-Kriege entstanden sind oder zu beklagen sind. 8 Millionen Muslime allein sind in den letzten Jahren, wo die USA im nahen Mittleren Osten einen Krieg geführt hat, zu beklagen. 8 Millionen Muslime. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn es dann so einzelne Terrorakte gibt, die entweder durch Geheimdienste verhindert werden oder eben auch nicht, wie in Berlin, Paris oder wo auch immer. Ob das dann wirklich ein Terroranschlag ist oder eher ein Vergeltungsanschlag für 8 Millionen getötete Muslime ist, das überlasse ich der Geschichte, die Antwort zu finden. Das ist sicherlich auch die naheliegendste Erklärung dafür, ne? Warum Terroristen sich wie Terroristen verhalten. Ja. Wenn einem der Bruder genommen wird, ja, mit dem man aufgewachsen ist, wenn enge Verwandte sterben in der Heimat, wenn man jeden Tag oder jedes Mal, wenn man anruft, nur noch zu hören kriegt, der ist gestorben, oh Gott, lebt denn der andere noch? Ja, aber der hat jetzt eine Vergiftung oder der ist getroffen worden und verblutet gerade im Krankenhaus, könnte ihn behandeln? Nein, wir können nicht behandeln, wir können hier nicht raus. Habt ihr Medikamente? Nein, wir haben keine Medikamente. Gibt es Ärzte? Nein, die sind auch tot. Ja? Wenn man jedes Mal nur sowas hört, ja, oder man direkt da fort ist, ich kann nur von mir selbst ausgehen und ich meine, dass ich jetzt in dieser dabei jetzt nicht extremer bin als andere, aber wenn meine gesamte Familie ausgelöscht würde bei so einem Drohnenangriff, was jetzt dort in dieser Region auch dafür sorgt,
dass derjenige auch wirtschaftlich vollkommen allein und isoliert dasteht, gar nicht weiß, wie er überleben soll. Ja? Und er dazu noch den Verlust der Familie verkraften und verarbeiten muss. Natürlich würde ich da für den Rest meines Lebens nur ein einziges Ziel mehr haben, nämlich dem Westen richtig eins auszuwischen mit einer Riesenbombe oder sonst was. Ja? Und ja. Das, man züchtet sozusagen die Terroristen von morgen immer mehr heran, um wiederum dann eine Ausrede zu haben, warum man dort unbedingt den Krieg führen muss. Und ich frage mich immer noch, warum das keiner begreift. Jürgen Totenhöfer hatte ja glasklare Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Terroristen es vor dem Krieg, vor 2011 gab und wie viele Terroristen es jetzt gibt. Und wir brauchen uns ja auch nur die Bücherserie von Dr. Michael Lüders und anderen anzuschauen, wer den Wind sieht und so weiter und so fort. Oder Tod per Knopfdruck. Es gibt so viele Bücher oder auch den Film, den prämierten Film Das letzte Gefecht, Rammstein. Mhm. Ist ja auch klar und deutlich belegt, was da eigentlich auch passiert. Und worüber eben niemand spricht, was das eben mit den Menschen selbst macht, mit den Hinterbliebenen eben selbst macht, was die, wie diese die ganzen Erfahrungen, Lebenserfahrungen dann verarbeiten, in sich verarbeiten. Ja, hier, wie ist das mit deiner Familie, wenn du mit denen sprichst? Du sagst, sie haben keine Ahnung von den großen geopolitischen Zusammenhängen, aber eine Meinung zu den USA haben die schon, oder? Ja, natürlich, sie wissen das auch. Und was sagen sie, oder wie stehen sie zu den USA? Gibt's da Leute, die wirklich sagen, gibt es da Verwandte von denen, die wirklich sagen, wir hassen die, wir wollen dass die alle... Nicht nur meine Familie, das ist die ganze Leute im Jemen, ich glaube. Oder sagt man 80% von den Leuten hassen erstmal am Anfang die Saudi-Arabien, weil sie sind unsere Nachbarn. Das ist die Schlimmste. Wir unterstützen die ganze Terroristen in die ganze Welt. Das ist die Saudi-Arabien. Katar und Saudi-Arabien. Hat nur Geld und verteilt. Wenn die Saudi-Arabien nicht oder nicht dabei oder lebt als Ort, ich sage die als Ort lebt nicht, dann gibt keine da ISIS, gibt keine Al-Qaida, gibt keine Terroristen in die ganze Welt. Das ist meine Meinung. Ich finde, die Saudi-Arabien unterstützt die ganze Terroristen in die Welt. Wie ist die Meinung gegenüber Israel? Meine Meinung oder... Und auch die von deiner Familie und dem, die du kennst? Und sie, meine Familie, sie hat gar keine... Oder ein bisschen mit der Politik. Meine Familie sucht, wie kann man essen und leben. Überleben. Das ist, überleben. Das ist die wichtig. Mit der Politik ist egal, wer kommt. Hauptsache Sicherheit, Platz... Essen, trinken, Schule, Universität oder sowas, Arbeit finden. Wenn man das hat, dann ist der beste Mann in der Welt. Fühlt man das im Jemen so. Wir würden nicht was Großes machen. Aber gegen Israel, das ist die jüdische Leute, das ist eine Religion und das ist anerkannt bei uns. Und was sagt die Houthi oder sowas? Das ist, ich bin nicht auf die Seite, aber meine Meinung, was ich will, von meiner Heimat oder von der UN oder so, fliege ich zu meiner Familie und besuche ich meine Familie und zurück hier zum Arbeit, zum Universität oder sowas. Das ist, was ich will. Ich will nicht Präsident sein oder ich kämpfe gegen die... Nee. Ich wollte meine Familie nur besuchen. Sie kommen zu mir und ich komme zu meiner Familie. Das war's. Also zum Thema Israel und Jemen muss man vielleicht wissen, wir haben eine jahrtausendalte Geschichte, wo Juden über tausende von Jahren im Jemen friedlich miteinander mit Arabern zusammen gelebt haben. Jüdische Leute. Und ja, genau. Das ist unser Nachbarn.
ich erinnere mich, mein Vater hat mir gesagt, früher, ganz früher, die muslimischen Leute legt die Kinder bei die Nachbarn und die Nachbarn auch jüdisch. Wenn man Arbeit hat oder was zu tun, geht schnell irgendwo und zurück. Und auch die jüdischen Leute legt die Kinder bei die muslimischen Leute. Wir haben gar kein Problem mit den jüdischen Leuten. Also die passen da auf die, ja, auf die Kinder. Kinder. Ja, sie passen auf die Kinder. Und die muslimischen Kinder und Juden lernt auf eine Schule. Das ist nicht verteilt. Warum? Das kommt ab 2011. Das ist die Politik. Das ist nur Grund. Geht noch ein bisschen weiter zurück. Es gibt ja bei den Houthi-Kämpfern diesen Schlachtruf, diesen Kampfruf. Tod den USA, Tod Israel, genau, und Schande. Genau. Sie sagen, Sie sagen, Schande oder Schande über die Juden oder so. Ja. Und wenn man sich diesen Kampfbegriff mal oder diesen Schlachtruf mal auseinandernimmt, dann heißt das erstmal Tod den USA. Ich glaube, das ist für jedermann nachvollziehbar, der sich ein bisschen mit der Rolle der USA überhaupt im Nahen Osten beschäftigt. Ist das nachvollziehbar? Und dann eben Tod Israel und Tod den Juden. Und da muss man einfach zurückschauen, und da spielt der Palästina-Konflikt eine riesengroße Rolle, wo also Israel in den besetzten Gebieten in Palästina sich wie ein Apartheid-Regime aufführt und dort seit 67 auch völkerrechtswidrig dort Siedlungsanbau betreibt und besetzte Gebiete hat. Es wird dazu ein Interview in den nächsten Tagen und Wochen geben, das ich geführt habe mit einer Journalistin aus Sanaa. Da bin ich gerade in Vorbereitung, deswegen will ich da jetzt gar nicht inhaltlich so auf das Thema eingehen, weil ich dann so viel vorneweg nehmen würde zu dem Thema, was sich ganz speziell eben um diesen Schlachtruf da bemüht hat, das mal so ein bisschen deklinieren, was so die Ursachen und Hintergründe zu diesem Thema sind. Mhm. Es wird natürlich aber auch immer vorgebracht, ja, als deutsche Staatsräson das Existenzrecht von Israel zu garantieren, also nicht in Frage zu stellen, was ja eben mit diesem Schlachtruf die Houthis definitiv gerade mal machen. Aber man muss natürlich auch dazu wissen, dass das Existenzrecht Israels kein Alleinstellungsmerkmal für Israel ist, sondern das betrifft jedes andere Land auf dieser Welt auch. Die haben genauso ein Existenzrecht. Selbst Jugoslawien hatte bis 1999 ein Existenzrecht, was es nicht mehr gibt. Es wird auch noch ein anderes Interview geben, nämlich mit Norbert im Nur wie so Talk. Da möchte ich an der Stelle auch darauf verweisen. Ich würde sagen, es ist okay, wir haben eine ganze Menge erfahren über den Konflikt im Jemen. Auch ich bin jetzt wirklich sehr viel schlauer als vorher. Möchte mich erstmal bedanken fürs Kommen. Danke Matthias, danke Yahir, danke Norbert. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, der Konflikt in Jemen, das ist etwas, was wir auf jeden Fall etwas mehr in unseren Fokus rücken sollten. Da geschieht Unglaubliches, millionenfaches Leid. Wir hören über unsere deutschen Medien darüber leider nichts bis gar nichts. Und von daher natürlich auch der Aufruf, bitte verbreitet die Information, die ihr von uns darüber habt. Und nochmal der Verweis auch auf das Interview Matthias Tretschok im Nur wie so Talk. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen und ja, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.